Hallo Messerfreunde, herzlich willkommen zur neuen Custom Show. Heute schauen wir uns wieder was Verrücktes aus den USA an, von John Graham Knives, auch wohl ein bekannter amerikanischer Messermacher. Und das ist jetzt wirklich mal ein sehr abgefahrenes Teil. Ich denke, das polarisiert wohl sehr stark das Modell Rhino. Aber man kann doch so erahnen, wo dieser Name wohl herkommt. Ne? Das vorne sieht echt aus wie so ein Rhinoceros, ein Nashorn. Mit dieser Spitze hier wie ein Nashornhorn. Bullig, massiv, schwer. Wäre jetzt persönlich nicht so ganz mein Fall, aber da gibt es wohl die entsprechenden Liebhaber für diese abgefahrenen Messer. Mich hat es irgendwie so erinnert an so, das müsste so ein Messer aus so einem Science Fiction sein, so à la Stargate-mäßig. Von irgend so einem Pharaon-Zombie-Alien-Gott aus einem anderen Universum. ja, sehr ungewöhnlich. Cool bearbeiteter Titangriff aber. Und wir haben hier Chad Nichols Damast. Auch hier hinten nochmal der Backspacer oder halt das. Ja, es könnte noch so ein Glassbreaker vielleicht sein. Ich läuft hier ein bisschen spitz zu mit Lanyard Hole. Lustigerweise winzig kleiner Drahtclip hier eingearbeitet. Steht in keinem Verhältnis zur Größe des Messers, aber ist wohl so sein Ding. John Graham. John ohne H, auch ungewöhnliche Schreibweise, habe ich auch noch nicht so gesehen. Das Rhino. Okay. Muss man mal gesehen haben. Muss man mal in Händen gehalten haben. Gibt da wohl auch eine Fangemeinschaft dieser Teile. Irre. Sehr interessante Geschichte, was es gerade alles so auf dem Custom-Markt in den USA gibt. Da sieht man mal, da sind wir Lichtjahre von entfernt. Da sind wir in Deutschland zu stark funktionsorientiert. Function for Design. Oftmals ist es in der restlichen Welt oft auch mal Design for Function. Oder einfach, man muss halt den entsprechenden Rang und Namen haben. Sieht man ja auch viel in der Uhrenindustrie. Da geht es halt auch einfach nur über Image und über Namen. Und über dort dann rare, beliebte Modelle, weniger dann nachher über die Funktion. Eine 10.000 Euro Rolex zeigt die Uhr genauso gut an wie eine 10 Euro Casio, aber so ist es halt nur mal mit exotischen Luxusgütern und da gehört dieses John Graham Knives Custom Rhino mit Sicherheit auch dazu. Lässt sich aber gut flippen. Und ja, würde ich mal sagen, gehört bei mir ganz klar in die Kategorie Panzerfolder. Okay, Freunde. Ciao, macht's gut. Bye, bye.